Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tipps und Tricks Video zum Spiel Farm Together 2. Heute begrüße ich euch mal auf dem Traktor und das hat auch einen Grund, welchen, das seht ihr jetzt. Und zwar, wenn ihr Straßen bauen wollt, dann setzt ihr euch auf den Traktor oder ihr könnt das natürlich auch zu Fuß machen. Wählt eine Straße aus und dann seht ihr, wenn ihr auf dem Traktor sitzt, immer diese drei, die ihr hintereinander machen wollt. Für diejenigen unter euch, die das vielleicht noch nicht wissen, muss ich noch eins vorweg sagen. Es gibt einige Straßen oder jetzt in diesem Fall sind es, ja nicht alle, aber diese hier beispielsweise, da kann man dann auf Y draufdrücken und da sieht man andere Farben. Das hatte ich schon mal erwähnt, aber das möchte ich jetzt hier trotzdem nicht missen, euch das zu sagen, weil das gehört natürlich auch zum Straßenthema. Aber es gibt noch etwas anderes, nämlich wenn ihr so in diesem, ja ich sag mal, Baumenü hier drin seid, bevor ihr was legt, dann könnt ihr ebenfalls Y drücken und zwar seht ihr unten rechts das mit diesen, ja, zwei Pfeilen, die sich so im Kreis drehen. Da könnt ihr dann nämlich eine andere Variante von Straße wählen, wie ihr das Ganze hinstellen wollt. Und ihr seht schon hier links, dass ja, das eine andere Art ist tatsächlich, wie man diese Platten legen kann. Weil wenn man die jetzt so als normale Straße machen würde, seht ihr hier links, sieht man erst dieses langgezogene, dann dieses kleine ums Eck und dann wieder sowas langgezogenes, was dann gerade ist. Und das hier sieht nun mal komplett anders aus. Wenn ihr nochmal Y drückt, dann könnt ihr zum Beispiel auch diese, ja ich sag mal, Schlangenlinien hier einfügen oder noch ein drittes Mal Y drücken, dann habt ihr das Ganze quasi einmal gedreht und ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr auseinandergezogen. Und wenn ihr nochmal Y drückt, dann kommt ihr wieder zu den üblichen zurück. Ich werde das jetzt einmal legen, damit ihr das sehen könnt. Es sieht wirklich ganz anders aus. Also die Kurve ist viel, viel größer. Die ist ganz anders gezeichnet. Und ja, so könnt ihr auf jeden Fall viel schönere Straßen herstellen. Wenn euch das Video weiterhelfen konnte, lasst doch gerne auch ein Like da. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.